Razzien und Durchsuchungen inklusive Festnahme. Der Generalbundesanwalt lässt 5 mutmaßliche Kriegsverbrecher in Deutschland verhaften. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gab 5 Verhaftungen in Deutschland, davon 3 in Berlin, eine in Frankenthal in der Pfalz und eine in Boitzenburg oder Boitzenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab 3 weitere Verhaftungen in Schweden. Das Ganze hängt zusammen mit dem Syrienkrieg, mit dem Bürgerkrieg dort. Es geht hier um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es geht um Folter und Körperverletzung mit Todesfolge. Es geht hier um insgesamt 5 Beschuldigte, zumindest innerhalb des Bundesgebietes, die auch alle mit Namen bekannt sind. 4 staatenlose syrische Palästinenser, Jihad A, Mahmoud A, Samer S und Wael S, sowie der syrische Staatsangehörige Mazar J, sind heute beim Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt worden. Ihnen werden zur Last gelegt unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Tötung und versuchte Tötung, Folter und Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Mitbeteiligt waren mehrere Landeskriminalämter sowie das Bundeskriminalamt und Europol. Es geht hier um Taten, die diese Männer begangen haben sollen in der Zeit von 2012 bis 2014. Kein Wort dazu, wie sie hier ins Land gekommen sind, kein Wort dazu, wie lange sie hier schon im Land sind und da sieht man mal wieder, sie haben sich die Probleme ins Land geholt und werden dem fast nicht mehr Herr. Es haben hier mutmaßliche Kriegsverbrecher einfach so unter uns in der Gesellschaft gelebt. Leute, die richtiger Abschaum sind. Also, wenn ihr euch mal damit befasst, um was es hier genau geht, dann wird euch irgendwann richtig schlecht und ihr hört auf, das zu schauen. Es geht hier, 4 der Festgenommenen von diesen 5 sollen einer Free Palestine Movement Bewegung angehört haben. Der 5. war Mitarbeiter, also der syrische Staatsbürger, war Mitarbeiter der sogenannten Palästina-Abteilung Nummer 2, 3, 5 des syrischen Militärgeheimdienstes. Und das ist wirklich eine schlimme Tatsache. Der Hauptbeschuldigte soll hier auch Anführer einer Miliz gewesen sein, beteiligt bei der Tötung von Demonstranten bei der Demonstration im Stadtteil Yarmouk, der Stadt Damaskus im Jahr 2012. Ebenfalls gab es dann noch weitere Massaker, das von Ad Tadamom. Ebenfalls wird hier über die massive Misshandlung von Zivilisten berichtet. Und diese Misshandlung von Zivilisten in dieser syrischen Militärdiensteinheit 235, dazu gibt es hier einen krassen Artikel von einem Herrn Lautwein. Er ist 2018 als 27-jähriger Helfer in den Irak gereist und wollte helfen, hat dann die Grenze zu Syrien überquert und wurde vom Assad-Regime in Folterhaft genommen und zwar innerhalb der Einheit 235. Nach 48 Tagen hat er es geschafft, dort wieder lebend herauszukommen, obwohl er schon mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Und auch, wie man einen menschlichen Körper in 48 Tagen so herunterwirtschaften und kaputt machen kann, ist phänomenal. Es gibt dazu Artikel, die könnt ihr euch alle durchlesen. Er hat über seine eigenen Folterungen keine Aussagen getätigt, um seiner Familie dieses Leid zu ersparen. Er hat allerdings darüber berichtet, wie alle anderen um ihn herum gefoltert wurden. Somit können wir doch Rückschlüsse ziehen. Es gibt dann hier so Zitate wie: Der Putztrupp kam in den Pausen und wischte das Blut auf. Es ging am Ende immer nur darum, die Menschen wie Tiere zu behandeln, Informationen aus mutmaßlichen Agenten herauszupressen, was am Ende dann doch wirklich ehrvolle Menschen waren, die nur helfen wollten, Leichensäcke, die am nächsten Tag nach Folterungen auf einmal im Flur lagen, all diese Dinge. Und der Hammer an der ganzen Sache ist jetzt mal wieder, dass man hier mal wieder ganz klar sieht, dass es am Ende wieder alles mit allem zusammenhängt, auch wenn sie das immer wieder leugnen wollen, diese Politiker. Und zwar ist er am 8. August 2018 nach 48 Tagen wieder freigekommen, nach Vermittlung der tschechischen Botschaft in Damaskus, weil die Bundesrepublik dort schon keine Botschaft mehr zu diesem Zeitpunkt unterhalten hat und die tschechische Botschaft hier die diplomatischen Geschäfte in Syrien auch für die Bundesrepublik seit 2012 wahrnimmt. So viel zu dem Thema, wir hätten keine konsularischen Verbindungen nach Syrien, sehr wohl über die tschechische Botschaft, wie man hier erfährt. Es geht jetzt hier allerdings auch um ein Verfahren, was beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte läuft. Herr Lautwein hat sich schon damals einer Klage von zivilen Folteropfern angeschlossen. Inzwischen ist er ja selbst Opfer dieser Folterung geworden. Und anscheinend geht genau darauf die Ermittlung des Generalbundesanwaltes zurück. Seit 2017 ermittelt er gegen mehrere Mitarbeiter des syrischen Assad-Geheimdienstes wegen eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jetzt gab es hier Verhaftungen im Bundesgebiet. Ich finde das spannend, wenn man
7 Jahre lang ermittelt und es gab dieses Jahr auf einmal einen neuen Generalbundesanwalt. Der alte, der Vorgänger, hat anscheinend sich den Arsch platt gesessen auf den ganzen Akten. Die Verhaftungen, die Jens Rommel, unser neuer Generalbundesanwalt, hier anscheinend im Wochen- oder 14-Tages-Rhythmus inzwischen durchführt, die lassen nur erahnen, wie schlimm die Lage in diesem Land wirklich ist. Es sind mehrere Dutzend dieses Jahr schon verhaftet worden. Dschihadisten, Islamisten, ISPK-Terroristen, IS-Terroristen, jetzt hier Helfershelfer, Folterknechte des Assad-Regimes. Und wenn ihr euch das anschaut, was da wirklich alles so gelaufen ist, das ist der Hammer. Und vor allem, sie haben die ganze Zeit freigelebt in unserer Gesellschaft. Niemand weiß im Moment, wann sie kamen, wie sie kamen und wie viele noch gekommen sind. Und genau da ist das Problem. Es gibt jetzt sogar einen saudischen Diplomaten, der die Deutschen davor gewarnt hat, dass mit euch und den Afghanen, das wird jetzt noch richtig schlimm werden. Ihr habt einfach jeden genommen, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wer ein Sicherheitsrisiko ist. Doppelte Überprüfungen haben nicht stattgefunden. Nein, im Gegenteil, in Islamabad hat man sogar trotz gefälschter Pässe einfach die Aufenthaltstitel herausgegeben. Und jetzt haben wir Mord, Totschlag, Massenvergewaltigung, Messerstecherei, alles in unserem Land. Haupttätergruppen sind weiter Syrer und Afghanen. Die zwei Länder, bei denen wir bis heute sagen können, ihr lügt uns an, und zwar von vorne bis hinten. Es gibt Videos auf YouTube und im Internet. Es gibt ja inzwischen ganz viele, die wie ich Videos machen, um einfach zu berichten, wie es ist. Ich habe die Tage eins gesehen von München. Da ist einfach einer am Bahnhof rumgelaufen, hat sich ein paar Afghanen gesucht und hat die mal so befragt über ihre Situation. Krass, was da am Ende rauskommt. Sie verherrlichen die Taliban. Jetzt ist es in Afghanistan besser wie unter Zeit der Besatzung. Der eine hat Urlaub gemacht letztes Jahr da. Die anderen sagen, sie können nicht hin wegen Verfolgung. Jeder erzählt seine eigene Geschichte. Alle haben aber gesagt, sie kriegen kein Geld vom Staat. Und lauter so Dinge, da frage ich mich immer, war das jetzt alles getürkt oder war wenigstens die Hälfte davon wahr? Es hilft am Ende nichts. Wir müssen uns ehrlich machen. Wir sind nicht das Weltsozialamt dieser Welt. Ganz einfach. Und wenn es so viele sichere Drittstaaten gibt, über die diese Leute reisen können, dann nehmen wir keine Leute mehr auf. Wir können einfach unser Grundgesetz ändern und das Grundrecht auf Asyl ganz krass verändern. Wir können auch wie die Niederländer einen Asylnotstand ausrufen und einfach zumachen. Das geht. Wir sind der Souverän in diesem Land. Wir sind das Volk. Die Politiker haben unsere Wünsche in Gesetze zu gießen und nicht ihre Wünsche uns mit ihren Gesetzen überzuschütten. Das ist aber das, was in diesem Land passiert. Die Politiker, sie sollten mal ins Gesetz schauen. Da steht nämlich drin, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Sie bestimmen sie nicht und sie setzen sie auch nicht fest. Aber so fühlen sie sich immer, egal ob Nancy, ob Olaf, ob Christian, ob Annalena, ob Robert, alle denken, der Staat bin ich. Nein, der Staat bist du und der Staat bin ich. Wir zusammen sind das Volk und ohne Volk kein Staat. Und dann kommt das nächste, ohne Grenzen, also ohne Staatsgebiet, auch kein Staat. Volk haben wir. Staatsgebiet haben wir auch. Können wir es verteidigen? Nein, können wir nicht. Es ist einfach lächerlich. Ganz Europa lacht über uns bei dieser EM. Die ganze Welt lacht inzwischen über den wirtschaftlichen Abstieg unserer Nation. Und die neuesten Zahlen haben es präsentiert. Unser Wohlstand sinkt, die Russen holen auf. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram und kommentiere dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Auch wenn es dir nicht gefallen hat, sag mir, was ich anders machen soll, was ich besser machen soll. Ich bin immer offen für Kritik. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.